Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute zwei Blindbags, ein Mashem und vier Überraschungseier. Und auch heute sind wir nicht alleine. Heute ist der Polizeihund Chase von Paw Patrol bei uns. Okay, ich fange mal an mit dem ersten Blindbag. Wir haben hier ein Hot Wheels Mystery Model. Und die kennt ihr bestimmt, hier drin sind Hot Wheels, kleine Autos. Und ich bin schon mal gespannt, was wir diesmal bekommen. So, ich habe das ja schon mal aufgerissen. Und was haben wir? Genau, wir haben ein Muscle Car, ein rotes Auto, ein rotes Hot Wheel mit schwarzen Streifen. Gefällt mir super cool. Außerdem haben wir übrigens auch noch ein Spider-Man-Überraschungsei, ein Peppa Pig-Überraschungsei, ein Star Wars-Überraschungsei, ein Marvel-Überraschungsei. Dann haben wir Mashems von Disney Plains und noch ein Blindbag zu Star Wars Angry Birds. Na gut, das war also der Inhalt von unserem ersten Blindbag. Wir machen jetzt weiter mit den Überraschungseien. Wir haben ja ein rotes Spider-Man-Überraschungsei. Und ihr wisst vielleicht, dass Spider-Man mein Lieblings-Superheld ist. Und das bringt mich natürlich immer zu der Frage, was ist euer Lieblings-Superheld? Auch Spider-Man? Oder ist es vielleicht Superman, Batman oder Hulk? Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch, was in diesem Überraschungsei drinne ist. So, wir haben hier eine kleine Rassel. Ziemlich laut, gefällt mir ganz gut. Spider-Man ist auch drauf. Und auch das blau-rote Design passt zu Spider-Man. Wir haben natürlich Aufkleber. Das sind 1, 2, 3 mal Spider-Man hier drauf. Okay. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, das sind natürlich die Süßigkeiten. Hätte man auch in Rot und Blau machen können, wie ich finde. Also in den Spider-Man-Farben. Na gut, wir machen weiter mit dem Mashem. Wie gesagt, ein Disney Plains Mashem. Und vielleicht kriegen wir mein Lieblingsflugzeug, Dusty. Vielleicht aber auch Skipper oder jemand anderes. Naja, wir machen das Ganze jetzt mal auf. Und wen werden wir bekommen? Ja, wir haben tatsächlich Glück gehabt. Hier ist Dusty von Disney Plains. Ja, wer von euch hat denn eigentlich die Plains-Filme gesehen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, den muss ich euch unbedingt zeigen. Der ist nämlich super squishy und super weich. Den kann man ja so hin und her ziehen und drücken. Ja, aus Gummi mit Wasser gefüllt. Und ja, macht auf jeden Fall irre viel Spaß damit zu spielen. Ist besser als eine einfache Figur. Und ihr wisst ja, hier auf dem Kanal möchte ich in Zukunft mehr Mashems auspacken. Also wenn ihr Mashems mögt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und wir gucken mal weiter, was wir als nächstes auspacken. Ja, ich glaube, weiter geht's mit dem Peppa Pig Überraschungsei. Ja, und draußen ist schon Peppa Pig zu sehen, beziehungsweise Peppa Woods und natürlich auch George. Ja, ich mache das jetzt auch mal wieder auf. So, um so ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich die Folie schon mal abgemacht. Und ja, was haben wir denn hier? Wir haben natürlich Aufkleber. Wieder mit Peppa Pig und George. Ziemlich cool, wie ich finde. Ja, wir haben auch noch mehr. Wir haben nämlich diesen Schlüsselanhänger. Ein ziemlich cooler Schlüsselanhänger. Und auch hier ist wieder George drauf. Der sieht ziemlich fröhlich aus. Ich finde, der macht auch einen ganz hochwertigen Eindruck. Mit dem bin ich zufrieden. Ja, genau. Das ist schon ziemlich cool. Ja, und dann haben wir noch etwas. Nämlich die Süßigkeiten. Die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Die sind natürlich in all diesen Überraschungseiern drin. Zum Beispiel bestimmt auch in diesen Marvel-Superhelden-Überraschungsei. Naja, mal gucken, was wir für einen Superheld bekommen. So, also auch hier wieder machen wir das Ganze auf. Und wir haben natürlich, wie versprochen, Süßigkeiten in Pink, Weiß und Gelb. Wir haben einen Aufkleber mit Iron Man. Ja, Iron Man ist auch ziemlich cool. Wobei gar nicht so populär hier in Deutschland vielleicht. Und wir haben natürlich auch Hulk. Ein Gummiball mit Hulk. Und der gefällt mir auch sehr gut, weil man damit eben spielen kann. Ja, springt auch ganz gut. Also von daher wirklich mal ein brauchbares Spielzeug. So ein Gummiball ist schon manchmal nicht schlecht. So, als nächstes haben wir ein Angry Birds Star Wars Blindbag. Ja, und wen wir diesmal bekommen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ihr kennt das bestimmt, denn wir haben schon auf diesem Kanal öfter solche Blindbags ausgepackt. Und da findet man in der Regel so Schlüsselanhänger. Und genau, auch hier haben wir wieder so einen Schlüsselanhänger mit einer Angry Birds Star Wars Figur. Ja, das ist also so eine Kombination aus einem Angry Bird und einer Star Wars Charaktere. Und ich finde, die machen einen relativ hochwertigen Eindruck. Also mit dem bin ich wirklich sehr zufrieden. So, wir gucken nochmal schnell hier in diesen Zettel, in diesen Flyer rein. Ja, wobei, wir haben ja noch einen Aufkleber mit Darth Vader und, ja.
Okay, das sind all die Figuren, die man hier drin finden kann. Wie dem auch sei, wir machen jetzt als letztes für heute ein Star Wars Überraschungsei auf. Und drauf ist auch schon Darth Vader abgebildet. Mal schauen, was wir diesmal bekommen. Ich vermute mal wieder einen Schlüsselanhänger, denn in den schwarzen Star Wars Eiern haben wir die ja schon öfters gefunden. Ja, natürlich Süßigkeiten. Okay, die sind ziemlich cool. Und ein Aufkleber, beziehungsweise eine ganze Reihe von Aufklebern mit verschiedenen Star Wars Charakteren. Und wir haben noch einen Schlüsselanhänger, wie schon vermutet. Also Leute, was war euer Lieblingsspielzeug heute? Mein Lieblings-Blindbag war das Hot Wheels Blindbag, aber wie ist es mit euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht den UI-Kanal zu abonnieren, denn wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!